Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich den IKEA IVAR-Schrank aufbauen und somit diesen auch an der Wand montieren und natürlich unsere Türen richtig einstellen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau bei den etwas kleineren Modellen und natürlich funktioniert es bei anderen Varianten relativ ähnlich. Und zuerst mal sollten wir uns aber alles ordentlich auf den Boden hinlegen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Danach benötigen wir mal 8 solche Holzdübel und wir können auch schon unseren Boden bzw. unseren Deckel auf den Boden hinlegen. Erkennt man übrigens an dieser einzelnen Einkerbung hier relativ gut. Und jetzt geht es nämlich darum, dass wir diese Holzdübel jeweils 2 Stück hier außen immer hineinbringen. Das geht am leichtesten mit einem einfachen Hammer und ich verwende aber bewusst jetzt kein Holzleim, da ich meinen Schrank jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Falls du trotzdem Holzleim verwenden willst, dann einfach einen kleinen Klecks hier vorne drauf geben und wir können das Ganze so weit hineinklopfen, bis es sich vom Geräusch her auch so anhört, dass es ganz in dem Loch drinnen ist. Im nächsten Schritt benötigen wir mal schon ein Seitenteil, erkennt man relativ gut an diesen vielen kleinen Löchern hier. Und dann geht es einfach mal darum, dass wir unseren Deckel mit der Einkerbung hier hinten, dass dies natürlich schön durchgehend ist, einfach einmal mit den Holzdübeln hier aufstecken. Dasselbe Spiel machen wir natürlich auf der anderen Seite auch und achten auch darauf, dass unsere Einkerbung hier hinten durchgehend ist. Wenn auch das passt, lege ich mir meinen Schrank mal so hin, dass das Seitenteil auf jeden Fall zu mir schaut, denn nun brauchen wir 4 solcher relativ langen Schrauben und entweder den beiliegenden Imbusschlüssel zur Hand nehmen oder wie in meinem Fall einfach einen Akkuschrauber mit dem passenden Bit. Ich stelle das Ganze übrigens relativ gerne auf die Drehmomentstufe 5, dann sind alle Schrauben auch gleich fest angezogen und die Schrauben können wir hier jetzt 4-mal hineindrehen. Als nächstes habe ich mir meinen Schrank mal so hingelegt, dass das Seitenteil auf jeden Fall nach vorne schaut und wir können unsere Rückwand dann auch schon richtig rum einsetzen. Hierbei eigentlich nur darauf achten, dass das Klebeband bitte auf die Rückseite schaut, macht optisch natürlich etwas mehr her und man kann das Ganze auch zu unserer Seitenwand hinfalten. Das hat nämlich den Sinn, da wir jetzt noch dieses Holzbrett benötigen, das hat auf einer Seite eine Einkerbung und auf der anderen Seite diese Nase hier und mit der Einkerbung können wir nämlich auch in diese Rückwand ganz einfach hineingehen, dadurch kann das Ganze auch nicht mehr zusammenfallen und dann schauen wir einfach, dass wir es mal hier richtig in unseren Schrank hineinfädeln. Auch hier hinten achte ich natürlich darauf, dass meine Rückwand sauber in der Einkerbung drinnen ist und dann geht es mal darum, dass ich das Ganze jetzt auch schon einfach einmal nach oben hin aufstelle und oben etwas zusammendrücke, dass es nicht auseinanderfallen kann. Und wir setzen unser zweites Seitenteil von oben einmal so auf, dass natürlich die Einkerbung wieder in unserer Rückwand richtig drinnen ist, die Holzdübel auch passen und wenn es dann am Ende passt, dann können wir auch schon wieder 4 Schrauben hier oben befestigen. Nun unseren Schrank mal um 90 Grad drehen, dass dieses Holzbett auf jeden Fall hier oben ist und wir können nämlich auch schon unsere Scharniere für die Türen richtig anbringen. Hierfür benötigen wir auf jeden Fall diese 2 relativ kurzen, stumpfen Schrauben und dann haben wir natürlich auch noch unser Gegenstück vom Scharnier und hier diese kleine Plastikverlängerung. Jetzt geht es nämlich darum, dass wir hier vorne so einen kleinen Pfeil haben. Der Pfeil, der muss auf jeden Fall zu unserer Tür hier vorschauen und wir verwenden jeweils die 2 obersten bzw. natürlich unten drunter die 2 untersten Löcher. Ich gebe das Ganze also mal hier hin und muss jetzt eigentlich beim Befestigen nur darauf achten, dass ich meine Löcher mit der Markierung B hier ganz hinten zum Festschrauben verwende. Ich persönlich achte immer gerne darauf, dass meine Schraube genau mittig von diesem Langloch hier sitzt. Das hat einfach den Sinn, dass ich später beim Ausrichten von der Tür eine super Ausgangslage von meinen Scharnieren habe. Falls du übrigens mehrere Schränke miteinander verbinden möchtest, wäre jetzt ein super Zeitpunkt dafür. Wenn das Ganze zum Beispiel übereinander steht, dann bräuchten wir 2 solche kleinen Pins, die wir dazwischen einmal hineinklopfen müssen. Und danach können wir das Ganze nämlich auch hier hinten mit 2 solchen kleinen Verbindern noch miteinander befestigen. Ich habe in meinem Fall jetzt nur einen Schrank und da wäre jetzt auch ein super Zeitpunkt, das Ganze mal an die gewünschte Stelle hinzuhalten bzw. hinzuheben. Und dann brauchen wir aber auch noch extra Schrauben, die leider nicht mit dabei waren. Und wir können das Ganze einmal hier oben und vor allem auch da oben an der Wand befestigen. Sobald das geklärt ist, können wir auch mal unsere beiden Türen auf den Boden hinlegen und jetzt können wir das Gegenstück von unserem Scharnier nämlich daran auch richtig befestigen. Hierfür unsere Scharniere einfach mal in diese großen Löcher richtig rum hineingeben und dann wird das Ganze wieder mit 2 solchen stumpfen Schrauben befestigt. Musik.
Beim Einhängen muss ich eigentlich nur darauf achten, dass meine Tür mal im geöffneten Zustand ist und dann gebe ich das Ganze auch schon hier hinten, ne, bei meinen Scharnieren hinein, dass die Schraube in dieses Gegenstück hier hineingeht. Kann das Ganze auch schon etwas weiter nach innen schieben, dass es mir nicht gleich wieder herausfällt. Und dann geht es darum, dass ich mit einem passenden Schraubendreher mal die Schraube, die ich ja gerade hier eingehakt habe, etwas festdrehe, dass meine Tür nicht von alleine wieder herausspringen kann. Dasselbe Spiel machen wir natürlich bei unserer zweiten Tür genauso. Und wir können unsere beiden Türen jetzt auch schon richtig einstellen. Die linke habe ich in meinem Fall schon mal eingestellt, bedeutet, die ist einfach schön gerade, auch von der Höhe her passt es auf jeden Fall. Und jetzt muss ich mich mal noch um diese rechte hier kümmern. Zuerst schaue ich mal, dass meine Tür wirklich schön gerade ist, bedeutet, ich schaue jetzt mal meinen Spalt hier in der Mitte an. Hier oben habe ich einen kleinen Spalt dazwischen, hier unten habe ich keinen Spalt, weswegen ich meine Tür hier beim Scharnier noch etwas weiter Richtung meiner Seitenwand bringen muss, dass die Tür danach auch schön gerade hängt. Hierfür muss ich zuerst einmal diese relativ große Befestigungsschraube etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen, natürlich meine Tür vorne festhalten, dass diese nicht runterfallen kann. Und dann geht es darum, dass ich mal mit dieser Schraube hier entweder im Uhrzeigersinn das Scharnier von der Seitenwand weiter wegbekomme oder wenn ich das Ganze gegen den Uhrzeigersinn drehe, dann geht das Scharnier, wie ich es ja auch brauche, wieder weiter zu meiner Seitenwand hier hinten hin. Danach muss ich natürlich hier vorne die Schraube auch nochmal im Uhrzeigersinn ordentlich fest drin und wir können einmal nachkontrollieren. Unser Spalt hier in der Mitte schaut auf jeden Fall schön gleichmäßig aus, das kann ich lassen. Und jetzt geht es mal darum, dass ich meine Tür hier noch etwas weiter nach oben anheben muss, da ich nämlich hier oben so einen kleinen Übergang habe. Hierfür müssen wir unsere zwei großen Befestigungsschrauben am Scharnier mal etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen. Und dann können wir nämlich das Scharnier auch schon entweder etwas weiter nach oben bzw. weiter nach unten drücken. In meinem Fall muss das Ganze etwas weiter nach oben. Das kann man normalerweise mit dem Finger relativ gut machen. Und ich drehe danach dann auch meine zwei Schrauben natürlich wieder im Uhrzeigersinn ordentlich fest. Dasselbe Spiel müssen wir jetzt natürlich auch bei dem Scharnier hier oben drüber genauso machen. Auch die Türhöhe haben wir somit richtig eingestellt, da diese beiden Türen genau auf derselben Höhe hier oben liegen. Und als letzte Möglichkeit können wir unsere Tür noch vom Korpus etwas weiter wegbekommen, beziehungsweise auch etwas näher hin. Bei mir kann man zum Beispiel relativ gut sehen, hier vorne schließt das Ganze wirklich super ab, doch der Spalt hier hinten schaut relativ groß aus. Bedeutet, ich möchte einfach mal meine Tür hier vorne noch etwas weiter Richtung Korpus bekommen. Wichtig ist, dass am Ende aber auf jeden Fall die Tür sich komplett öffnen lässt, nicht dass sie am Ende hier hinten etwas spießt. Hierfür am besten die Tür mit einer Hand festhalten und will diese große Befestigungsschraube etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann lässt sich das Ganze nämlich mit der Tür auch schon entweder weiter nach innen bzw. natürlich auch weiter nach außen schieben. Bei mir wollte ich das Ganze etwas weiter reinbringen, deswegen kann ich das Ganze jetzt auch schon wieder festdrehen und dasselbe Spiel muss ich natürlich beim Scharnier oben wieder genauso machen. Unser Spalt hier hinten ist auf jeden Fall deutlich kleiner geworden, schaut optisch besser aus und die Tür lässt sich immer noch super öffnen und somit haben wir dann auch schon unseren IKEA IVAR-Schrank richtig montiert. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch den IVAR-Schrank in den verschiedensten Varianten, Türen oder natürlich auch weitere Böden und Bodenträger zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.